Willkommen zurück bei Let's Play Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper. Ich weiß jetzt endlich, was wir tun müssen und ja, ich habe nachgeschlagen, weil ich bin jeden Ort nochmal abgegangen, habe mit jedem gesprochen, es hat hinten und vorne nichts gebracht und ja, jetzt tut es das hoffentlich. Und ich hoffe, das, was ich nachgelesen habe, habe ich auch noch nicht gemacht. Gegenstände, die Pille aktivieren. Und damit über den Doktor, also darüber mit dem Doktor reden, so. Mit der Pille über den Doktor reden, na klar. Da. Können Sie mir sagen, um welches Medikament es sich hierbei handelt? Diese Pillen haben wir auch hier. Wir geben sie Patienten mit chronischen Atembeschwerden, wie sie zum Beispiel bei Tuberkulose auftreten können. Haben Sie hier im Hospital Formalin? Nein, da bin ich mir sicher. Formalin wird in Universitätskliniken. Moment, das hatten wir schon. Hatten Sie eine Patientin namens Annie Chapman, die Frau, die vor 3 Tagen ermordet wurde? In der Tat. Am Morgen ihres Todes kam sie noch ins Hospital, die arme Frau. Haben Sie ihr diese Pillen gegeben? Ja, jetzt wo Sie es sagen. 2-mal kam sie. Das erste Mal habe ich ihr eine fast leere Dose umsonst gegeben. Im Laufe des Tages kam sie aber wieder und sagte, dass ihr die Dose heruntergefallen sei und sie dabei aus Versehen die Pillen zertreten hätte. Sie hat gefragt, ob ich ihr vielleicht noch einmal einige Pillen umsonst geben kann. Ich habe abgelehnt. Nachdem sie gegangen war, sagte ein Patient, dass er im gleichen Gebäude wohnt und dass sie lügt. Er hat zwar gesehen, wie ihr die Pillen in der Gemeinschaftsküche heruntergefallen sind, aber sie hat sie sofort wieder aufgehoben und in einen Briefumschlag gesteckt. Wissen Sie, was das für ein Umschlag war? Laut diesem Patienten hat sie ihn in der Nähe des Kamins in der Küche gefunden. Diesen Umschlag hätte jeder dorthin werfen können. Er kann also nichts mit dem Mord zu tun haben. Verzeihen Sie, Doktor? Ach, nichts. Ich habe nur Selbstgespräche geführt. Okay. Also dann, auf Wiedersehen, Doktor. Auf Wiedersehen, Dr. Watson. So, ich glaube, ich habe alle Informationen, die ich für meine Nachforschungen brauche. Dennoch, dieser Kerl namens Bluto im Wespennest ist ziemlich dubios und sieht nicht so aus, als würde er kooperieren wollen. Am besten kehre ich zurück in die Baker Street. Holmes weiß bestimmt, was als nächstes zu tun ist. Und außerdem bin ich todmüde. Okay. Cool. Zeit, in die Baker Street zurückzukehren. Trautes Heim, Glück allein. So, das war's, Holmes. Ich habe Ihnen bis ins kleinste Detail geschildert, was letzte Nacht vorgefallen ist. Gute Arbeit, Watson. Wir müssten jetzt genug wissen, um einige offene Fragen bezüglich des schrecklichen Mordes in der Hanbury Street zu beantworten. Glauben Sie, dass es reicht, um die Identität des Mörders dieser beiden Frauen zu klären? Nein, ich denke nicht. Außerdem liegt es nicht in unserem Zuständigkeitsbereich. So wie bei Lederschürze und den Pillen ist es eher unsere Aufgabe, der Polizei zu helfen, indem wir dafür sorgen, dass nicht in die falsche Richtung ermittelt wird. Wir müssen den Behörden den Weg weisen. Fangen wir mit den Punkten an, über die wir die größte Gewissheit haben. Wie Sie gerade sagten, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein und dieselbe Person die Morde in der Bucks Row und in der Hanbury Street begangen hat. Dafür gibt es zahlreiche Hinweise, die wir an dieser Stelle nicht erörtern müssen. Was hatten beide Opfer gemeinsam? Gleicher Beruf. Diese beiden Frauen gingen zwar der gleichen Tätigkeit nach, aber... In der Tat, Watson. Beide Frauen waren Prostituierte. Das ist von großer Wichtigkeit, Watson. Ich erinnere mich nur noch schemenhaft an die Untersuchung am Tatort. Haben Sie nicht über die geistige Verfassung des Mörders gesprochen? Ich habe von den Habseligkeiten der Opfer gesprochen, die auf dem Boden lagen, und den fehlenden Ringen an Annie Chapmans Finger. Der Täter ist ein gerissener Mörder, stammt aus eher bescheidenen Verhältnissen und legt bei der Durchführung seiner Verbrechen eine disziplinierte Vorgehensweise an den Tag. Eine Sache bereitet mir Kopfzerbrechen, Holmes. Die Zeugenaussage von Richardson passt nicht zum Todeszeitpunkt, den Gerichtsmediziner Dr. Phillips angegeben hat und der auch mit meiner Vermutung übereinstimmt. 4.30 Uhr morgens. Ah, richtig. Der Sache müssen wir auf den Grund gehen, Watson. Versuchen wir, den genauen Todeszeitpunkt zu ermitteln. Dazu müssen wir jede involvierte Person auf einer Zeitachse platzieren.
Danach können wir dann auch unseren Täter auf die Zeitachse setzen, symbolisiert durch ein Messer. Werfen wir einen Blick auf unsere Zeitachse, Watson. Oh Gott. Holmes. Also, der geschätzte... Du liebe Zeit, damit bin ich jetzt etwas überfordert. Setzen wir den Zeitpunkt des Todes, wie ihn Dr. Phillips geschätzt hat, auf die Zeitachse. Dr. Phillips und Sie haben den Zeitpunkt des Mordes auf 4.30 Uhr geschätzt. So, wann erreichen wir den Tatort? Steht nirgendwo. Ja, weiß ich nicht. Wir haben die Station um 6 Uhr verlassen und sind 20 Minuten später in der Hanbury Street eingetroffen. Also das ist 10. Wir sind gegen 6.20 Uhr am Tatort eingetroffen. Berücksichtigt man die Entfernung zwischen beiden Orten, können wir daraus folgern, dass die Leiche nicht nach 6 Uhr entdeckt wurde und daher der Mord vorher begangen worden sein muss. Okay. Wo ist dieser... Den Richardson brauchen wir so. Finlay, der hat nichts dazu zu sagen gehabt, glaube ich. Der auch nicht. Der Polizist hatte doch irgendwas dazu zu sagen. Wir erstmal. Die Leute haben alle so. Guckt euch doch mal an, was der hier für einen Kopf hat. Kann doch kein normaler Mensch leben. Wann hat der gesagt, dass er sie gesehen hat? Es war 4:45, als ich dort ankam. 4:45, okay. Gut. Nein. Setzen wir nun den Zeitpunkt auf die Zeitachse, an dem Richardson eingetroffen und wieder gegangen ist. Das ist 40:50, also muss das hier sein. Das ist anscheinend richtig. Was gibt es hier? Um 5:15, 5:20 ging er zurück und hörte da Stimmen. Also um 5 Uhr, also der Zeuge stand um 5.15 Uhr auf. Um 5.20 Uhr hörte er Stimmen.
Und 4 Minuten später hörte er ein lautes Geräusch. Also 5.20 Uhr. Unser nächster Zeuge ist Albert Kadosh. Albert Kadosh betritt ungefähr um 5.20 Uhr seinen Garten. Als er wieder zurück ins Haus geht, hört er im Garten von Haus Nummer 29 Stimmen. Okay, wann geht der Kerl zur Arbeit? Um 5.32 Uhr. Setzen wir dieses Symbol, das Mr. Kadosh darstellen soll, auf die Zeitachse. Ungefähr 4 Minuten, nachdem Kadosh seinen Garten verlassen hat, betritt er ihn erneut und hört einen Schlag gegen den Holzzaun. Setzen wir dieses Symbol, das Mr. Kadosh darstellen soll, auf die Zeitachse. Kadosh geht vom Garten zurück ins Haus und verlässt es anschließend, um zur Arbeit zu gehen. Als er auf die Uhr der Spitalfields Church schaut, ist es 5.32 Uhr. Okay. Am Morgen der Tat verließ die Zeugin ihre Wohnung in der Church Street 32 um ca. 5 Uhr und machte sich auf den Weg zum Spitalfields Market. 5.30 Uhr bog sie in die Hanbury Street ein. Die Zeugin ist sich bezüglich der Uhrzeit sicher. 5.30 Uhr. Und jetzt zum wichtigsten Punkt, der Zeugenaussage von Miss Long. Sie gibt an, gesehen zu haben, wie sich unweit von Hanbury Street 29 eine Frau und ein Mann unterhalten haben. Ungefähr um wie viel Uhr, Watson? Gehen wir davon aus, dass Miss Longs Zeugenaussage stimmt. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Sie schätzt ihr Aufeinandertreffen mit dem Opfer auf ungefähr 5.30 Uhr. Sie gibt an, die Glocke gehört zu haben, die zur halben Stunde geschlagen hat, als sie in die Straße abgebogen ist. Ja, und nun? Ach, Richardson verlässt den Wohnort seiner Mutter, das fehlt noch. Es war 4:45 Wo steht das denn? Der Garten, in dem die Leiche gefunden wurde, gehört meiner Mutter. 4:45 kam er an. Das heißt, 5:10 ging er wieder weg. Setzen wir nun den Zeitpunkt auf die Zeitachse, an dem Richardson eingetroffen und wieder gegangen ist. Auch wenn ich Dr. Phillips sehr respektiere und unsere Freundschaft zu schätzen weiß, mein lieber Watson, so bin ich dennoch fest davon überzeugt, dass Sie beide falsch liegen. Ich glaube, dass Richardson recht hat und diese beiden protokollierten Zeugenaussagen tatsächlich von Bedeutung sind. Aber warum? Erklären Sie es mir, Holmes. Erinnern Sie sich daran, wie Sie den Todeszeitpunkt ermittelt haben? Sie haben die Finger und den Körper des Opfers berührt, aber für diese Jahreszeit war es ungewöhnlich kalt. Außerdem hat das Opfer viel Blut verloren. Die Körperwärme entsprach daher nicht mehr der einer gewöhnlichen Leiche. Bei Gott, Sie haben recht, Holmes. Ich hatte Zeit, mich darüber schlau zu machen, Watson. Angesichts dieser Tatsachen mag meine Diagnose um eine halbe Stunde abweichen, wenn nicht sogar um eine ganze Stunde. Deswegen können wir Richardsons Aussage bekräftigen und nachweisen, dass der Mord nach 4.50 Uhr begangen wurde und nicht vor 4.30 Uhr. Ausgezeichnet, Watson. Alle Zeugen sind jetzt an der richtigen Stelle. Ja, Holmes. Aber Miss Long behauptet, dass sie das Opfer gegen 5.30 Uhr gesehen hat. Laut Mr. Kadosh muss jedoch bereits um 5.30 Uhr jemand im Garten gewesen sein. Höchstwahrscheinlich der Täter und sein Opfer. Scharfsinnig beobachtet, Watson. Man darf jedoch nicht außer Acht lassen, dass sich diese zwei Zeugen, Miss Long und Albert Kadosh, auf die Uhrzeit der hiesigen Uhren verlassen haben. Diese Uhren sind häufig ungenau und haben wohl zu der empirischen und in diesem Fall falschen Einschätzung der verstrichenen Zeit geführt. Insofern kann keine der beiden Zeitangaben als zuverlässig erachtet werden. Wollen Sie damit sagen, dass diese beiden Zeugenaussagen miteinander übereinstimmen könnten? In der Tat.
setzen wir Miss Longs Aufeinandertreffen mit dem Opfer auf 2:05:30. Eben, dann hat die nämlich gesehen, weil die gesagt haben, ach ja, komm, wir gehen da hinten ins Gebüsch. Setzen wir Miss Longs Aufeinandertreffen mit dem Opfer auf 2:05:30. Mr. Kadosh hat angegeben, um 5:32 an der Spitalfields Church vorbeigegangen zu sein. Berücksichtigt man die Entfernung zwischen der Kirche und Hanbury Street 27, bedeutet das, dass er um 5:31 noch zu Hause war. Setzen wir ihn daher auf 5:31. Miss Long hat gehört, wie der Mann zu dem Opfer einverstanden gesagt hat, worauf das Opfer mit Ja geantwortet hat. Das lässt darauf schließen, dass es zu einer Übereinkunft kam und die Durchführung unmittelbar bevorstand. Anschließend sind sie in den Garten gegangen, was vermuten lässt, dass Mr. Kadosh um 5:29 die Stimmen gehört hat. Wir dachten, dass Mr. Kadosh Hanbury Street 27 um 5:31 verlassen hat, kurz nachdem er einen Schlag gegen den Zaun gehört hat. Folglich sind zwischen dem Moment, als Mr. Kadosh das Haus nach seinem ersten Aufenthalt im Garten betrat und dem Moment, als er in den Garten zurückkam und zur Arbeit ging, 2 Minuten verstrichen. Wie viel Zeit lag seiner Meinung nach dazwischen? 3 bis 4 Minuten. Dank dieser Erkenntnisse können wir endlich den Zeitpunkt von Annie Chapmans Tod bestimmen, Watson. Setzen Sie das Messer auf die exakte Stelle. Das muss ja jetzt eigentlich 5:30 gewesen sein. Nun, wenn man berücksichtigt, dass die hiesige Kirchenuhr ungenau ist und sich der junge Mann mit seinem Kommen und Gehen um 1 oder 2 Minuten verschätzt hat, können wir Miss Longs Aussage bekräftigen und die Tatzeit auf ungefähr 5:30 setzen. In diesem Fall wäre der Mann, den Miss Long gesehen hat, niemand anderes als... Richtig, Watson, der Whitechapel-Mörder. Wenn man bedenkt, dass Miss Long und Mr. Kadosh nur ein paar Meter von ihm entfernt waren. In der Tat, Watson. Wäre Miss Long nur ein wenig näher am Opfer und ihrem Mörder vorbeigegangen, oder hätte der junge Kadosh aus Neugier seinen Kopf über den Zaun gestreckt, wäre der Mörder höchstwahrscheinlich schon hinter Gittern. Da hatte er aber wirklich Glück. Ganz Ihrer Meinung, Watson. Aber nicht nur Glück war im Spiel, sondern auch Können, wenn man die Einschnitte im Körper dieser armen Frau berücksichtigt. Man darf nicht außer Acht lassen, dass der Mörder wahrscheinlich nur ein einziges, bestimmtes Organ entnehmen wollte. Sein Eingriff zielte auf eine bestimmte Stelle ab, wodurch er überflüssige Einschnitte vermeiden konnte. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass dieser Mann zumindest über rudimentäre anatomische Kenntnisse verfügen muss. Meinen Sie, es könnte sich um einen Arzt oder Metzger handeln? Vielleicht. Aber wir wissen zu wenig über den Täter, um mit letzter Sicherheit zu einem Schluss zu kommen. Nun zum Motiv. Trotz meiner mangelnden praktischen Erfahrung auf diesem Gebiet habe ich dennoch eine genaue Vorstellung von den Funktionen der Gebärmutter und der Vagina. Allerdings will mir kein Nutzen in den Sinn kommen, den diese Organe haben könnten, wenn sie aus dem natürlichen Körpergefüge entfernt werden. Was meinen Sie, Watson? Wir brauchen eine Wandtafel, Watson. Er weiß, wofür eine Vagina da ist. Ja, das ist ja mal eine Meisterleistung. Also Hut ab, Mr. Detektiv. Tja, ihr Lieben, die Zeit ist um und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ich habe jetzt schon wieder euch zugewinkt. Total bescheuert.